Er trifft nicht. Okay. Sie muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Weil sonst ist sie weg. Ja. Nee, sie muss zurücklaufen, ja. Medora hat den Tod nochmal abgewehrt. Wow, was ein Glück. Aua. Okay, die greifen das Skelett an, das ist okay. Aua. Also wenn man den Ghoul tötet, das wäre, glaube ich, Nummer 1. Oder halt dieses Explosionsvieh. Ich würde mit dem Zauberstab auf den Ghoul gehen und mit meinem Pfeil gleich auf das Explosionsskelett, okay? Okay. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Perfekt. Und zwar hier so. Gut. Der Ghoul ist tot. Perfekt. Das war das, was ich auf jeden Fall erreichen wollte. Jetzt wird dieser Ghoul nichts mehr beschwören. Das machen wir weg. Ah, perfekt. Und dann treffe ich auch. Sehr gut. Okay. Damit ist er weg. Kannst du nochmal Hundi? Ja, ja. Nein. Achso. Nee, ja. Ich kann nicht nochmal Hundi. Warte mal. Ach komm, der verfehlt echt das dumme Fass, ne? Ich wollte das Fass kaputt machen, damit er vergiftet ist. Ja nun. Bevor die mir wegstirbt. Ja, ja, heil die lieber mal in Ruhe. Getroffen. Okay. Aber damit haben wir seinen Angriff verschwendet. Das ist gut. Wer ist dran? Wer ist dran? Ein Unglückgeschütz. Okay, der hängt. Ah, okay, jetzt ist es vorbei. Okay. Na, jetzt werde ich doppelt angegriffen. Hundi muss dringend weg. Hundi muss dringend weg? Ja. Oh, da war Wasser. Alles gut. Das ist alles andere als schlimm. Du hast nur mich und die beiden getroffen. Und das ist vollkommen okay. Okay. Jetzt kannst du die Hundis töten. Zumindest einen. Medora kann ja den Status bei mir heilen. Ja, ich kann leider nicht nochmal was machen, ne? Melting Touch! Passt. Ja, sie. Das Problem ist halt, ja. Gut. Vorsicht. Ah, Mist. Priya ist betäubt. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ich würde... Ah, Bear Daughter ist... Ah, okay, okay. Ich überlege, ob ich angreife oder Medora lieber einen Schutz gebe, bevor die gleich stirbt. Nee, Medora ist safe. Die ist okay, oder? Hier wird nichts passieren. Dann schütze. Ja, sehr gut. Okay. Was hast du da noch im Zauber? Ich verstärke dich mal noch ein bisschen. Oh, ja, das ist sehr gut. Denn dann kann ich die Zeit nehmen und Medora jetzt heilen. Ja, genau. Und Pause. Und Medora könnte theoretisch... Den Statuseffekt aufheben? Nee, kann sie nicht nochmal. Ach ja, klar. Nicht zu haben.
genommen haben. Ja. Okay, passt. Nice. Und sie kann nochmal draufschlagen. Okay. Sie bekommt zwar ein bisschen Schaden, aber das geht. Okay. Ja, die Wolfies wären besser gewesen, aber... glaube ich. Ja. Hm. Na, zu spät. Okay. Einen konnte ich jetzt einführen, das ist gut. Oh, sehr gut. Oh, perfekt. Dann haben wir nur noch die Hundis. Die machen wir platt. Hundi platt. Sehr, sehr gut. Dann haben wir nur noch einen Hundi. Okay. Gehen wir ein bisschen. Mhm. Bisschen Heilung. Oh. Okay. Okay. Okay, nur noch ein Schuss und dann ist es durch. Sehr gut. Wow. Ich hatte tatsächlich keinen Sound. Wie, den ganzen Kampf nicht? Also, nur so ein abgeschwächten Sound. Echt? Ja, aber mir kamen die Effekte nicht richtig durch. Ach, das war schade. Ja, das ist irgendwie, naja. Oh, da hinten ist eine Holzkiste. Handschuhe, filigran. Okay. Naja, bei mir sind die Sounds irgendwie nicht so ganz da. Okay, komisch. Warte, ich habe einen Haufen gefunden. Ja, du. Okay. Lernen. Okay. Aber ich habe jetzt alles mit ihr aufgenommen. Ja, muss man halt, ne? Mal gucken, dass wir das jetzt durchkriegen. Ich gebe dir ein paar Sachen, wo ich nicht weiß, ob du die vielleicht gebrauchen könntest. Das war's. Mhm. Ich bin ganz kurz am Sortieren für ein Momentchen. Brauchst du das hier? Prügelzeit. Wahrscheinlichkeit niedergeschlagen hervorzurufen. Schildexperte. Einmal Stärke. Oh. Okay. Ja. Ich würde die mal da reinräumen. Genau, ich habe da einen Dolch, den habe ich gerade identifiziert, den brauchen wir aber, glaube ich, nicht behalten. Okay. Und dann habe ich ein paar abgenutzte Stoffstiefel, die plus 9 Erdresistenz und plus 9 Luftresistenz mit sich bringen. Braucht das einer? Stiefel, das braucht einer von euch wahrscheinlich eher. Wie viel Schutz haben die? 9. Ich habe es dir gegeben. Aber mir sind es 13, okay. Wenn ihr die nicht braucht, dann nehme ich die. Ich glaube, die könntest du tatsächlich nehmen, ja. Okay. Ich habe ein Fähigkeitenbuch des Gift-Avatars. Das wäre ja, glaube ich, was für dich, ne? Ja, das ist ein Erdzauber, ein Geomant. Das würde ich direkt mal lernen. Kann ich das lernen? Das kann ich lernen. Diese, okay. Diese Prügelzeit, die du gefunden hast, ne? Dieser Streitkolben.
Der ist extrem krass eigentlich. Ein Stärke, ja? Ein Schildexperte und 70 Schaden. Heiland. Cool. Würde ich den tatsächlich weggeben. Ach, die Stiefel brauchtest du nicht? Nee, nö. Das sind alles Sachen, die... Genau, die du dir jetzt anziehen kannst. Mach ich. Hier hinten war noch was. Ist hier hinten was? Nein. Okay. Ich muss jetzt aber ganz kurz... Ja. Meine Fähigkeit ausrüsten. Mhm. Gift Avatar. So. Und dann nochmal hier bei ihr ganz kurz. Ich glaube, vielleicht habe ich es. Lohnt sich das? Nein, es lohnt sich überhaupt nicht. Mhm. Okay, ich habe wieder einen Rucksack voller Sachen für dich. Ja, behalt ihn erstmal, das machen wir gleich. Ja, genau. Lederrüstung. Ja, habe ich auch noch gefunden, genau. Das ist was für die Bogenschützin, glaube ich. Nee, die hat was Besseres. Ah ja. Heilen. Ist das was für mich? Ja, ich glaube, ich würde meine Robe dagegen... Nee, würde ich nicht. Ich behalte die Robe, alles gut. Mhm. So, ja, ich bin fertig mit Sortieren. Sehr gut, dann warte mal, dann heile ich mich noch schnell und dann gehen wir in den Leuchtturm. Jo. Okay, super. Dann? Sehr gut. Lisam, öffne dich. Sweet relief. Ah, hier ist noch ein Gang runter. Und da ist eine Ratte. Wo ist die Ratte? Draußen, die ist jetzt rausgerannt hier. Ja, ich rede mit ihr. Ich hab sie. Perfekt. Dann werden unten wohl Geister sein. Okay. Ich denke. Okay, dann Moment. Ich hab noch was für Bear Daughter. Passt. Okay, dann wollen wir runter. Ja. Ja. Dearest Desdemona, dearest Desdemona, I see your eyes before me still. Were these walls my home, my hell? I may have died. Ich hab eine Lupe gefunden. My guilt lives on and on. I spotted something interesting. Ein Glasrubin. Desdemona, I see your eyes before me still. Were that I could drown in their endless azure. Okay, gut, der bringt mich. End this torment. Hier war noch Geld. No, hast du die ganzen Kisten durch? Ja, ich glaube alle. Nein? Da oben nicht. Was ist das hier? Ah, Pfeilspitze. Okay, dann würde ich sagen, rede ich mal mit dem Hyopai. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Nee, ich hab nichts. Okay, dann rede ich mit ihm. Nein! Was denn? Alles gut. What's this? Okay. Living eyes that can see the shape of death? Avert your gaze, Wanderer. For you are looking upon the phantom of a murderer. Ich hab gehört, hier gibt es womöglich ein Versteck der Untoten. Wisst ihr was darüber? Skeletons roam the lands, restless as my troubled soul. But shall not find their lair here. Some scuttle by now and again. But most of the time, I reside here in solitude. Solitude and silence. Mhm. Erzählt mir mehr von euch. Samson was my name, a long time ago. I know not why upon my death I became a ghost, doomed to haunt this tower. Perhaps the gods heard of my crime,
and stripped me of my rightful place in their eternal realm. If so, their punishment was just. Each night, I wake the flame in the lighthouse to repent for my wretched sin. Ihr habt euch selbst als Mörder bezeichnet. Warum? That indeed is the tainted title I must bear, and deservedly so. For 15 years ago to the day, it was that I sat atop my lighthouse, the flame unlit, and watched on as a pitiable ship crashed upon the cliff and got devoured by greedy waves. Deliberately had I foregone to do my duty. Willfully did I condemn every soul aboard to a salty sleep on the bed of an indifferent sea. Und warum habt ihr das getan? Why did I commit this act of blackest horror? Jealousy, anger, the bitter anguish of a broken heart. Those are the ancient ills that drove me to madness. Desdemona was on board, as I knew she would be. My wife, the delicate beauty of whom I was sure, was betraying me with her friend, the dashing Valinor. Possessed as I was by the demons of envy, ire, and torment, I decided that if I had her love no longer, only death could take her for his mistress. And so I sat here, coldly and calmly, as I delivered them both unto the deep. Yet no sooner had the water closed its spuming jaws around the perishing vessel below, that the extent of my offense dawned on my beleaguered mind. Overcome with guilt, I sought escape through the hangman's noose. But rest was not to come. Nochmal weg. Okay. The ship. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, trippeln hier immer wieder irgendwelche Viecher umher. Habe ich das so richtig verstanden? Komm immer mal wieder rein oder so, ja. Das heißt, irgendwas muss hier sein. Nein. Reden? Nee. Was? Wie was reden? Ah, okay. Quite a story that ghost had to tell. Not every day one hears about a lighthouse keeper sinking ships just because his wife proved to be unfaithful. Oh ja, eine klägliche Gestalt, so zerrissen durch den Verlust der Liebe, dass er zum Mörder wurde. Er tut mir fast schon leid. Nee, gar nicht. Der verachtenswerteste Mann, den ich jemals getroffen habe, möge in der Hölle landen. A contemptible man, if ever I met one. May hell be his eventual fate. Er hat in böswilliger Absicht getötet. Eigentlich hätte er hingerichtet werden sollen, doch leider kam er dem Gesetz zuvor. He did commit murder with malice aforethought. Bloody execution should have been his end. But sadly, he beat the law to the punch. Ganz ehrlich, tötet erstmal alle Leute und dann. Was soll man dem denn noch sagen? Okay, jetzt sind wir rachsüchtig, toll. Ja, ist okay. Kommt ihr? Ja, ich will nur gucken, ob es hier nicht irgendwas gibt, was wir übersehen. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein leeres Trinkfässchen noch. Und man kann diesen Kerzenständer mitnehmen. Oh, ein Glasrubin. Ach, den hast du nicht mitgenommen. Der ist übelst wertvoll. Jetzt? Okay. Nö, aber hier ist sonst nichts, denke ich, ja. Dann hoch? Ja. Ugh, I'm dripping. Okay. Ja, dann lass uns mal zu unseren zwei Kollegen wieder zurück. Ja. Die ihre Freunde verloren haben. Kann ich hier nicht irgendwas sein? Irgendwie so mein Gefühl sagt mir. Oh, da hinten ist nichts, ne. Aber die Steinpilze finden wir noch mit dem. Und da unten ist noch irgendwas. Rundne. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal zu denen. Komm. Machen wir das. How did it go?
Don't spare any details. We need to make a full report. Mich aber angequatscht. Wenn ihr euren Lohn erhalten wollt, könnt ihr euch allein auf den Weg wagen. Es ist eine interessante Geschichte. Sperrt die Ohren auf, dann werde ich sie euch erzählen. Now that's an interesting story. Clean the grit from your ears and I'll tell you all about it. Fürwahr, das ist mal eine Geschichte, die einer Zuhörerschaft würdig ist. Indeed. Now there's a story worthy of an audience. So, let me get this straight. There's a ghost inside operating the lighthouse and you managed to do away with the bad beasties at the base of the thing. Sounds like a job well done. And I'm sure Selenia will be thrilled to hear we did it. Another triumph for Legion Daring Do. And if this doesn't buy us a ticket home, nothing will. Die unfähigsten Leute der Welt dürfen gerne gehen. Wir könnten... Wollen wir uns zurückteleportieren in die Stadt? Weil wir haben das da hinten den Teleporter, machen. Ja. Ja, genau, das geht ein bisschen... Das wäre doch super. Und dann können wir direkt zum Nordtor. Perfekt. Können wir nochmal auf den der Markt ist hier, dann können wir nochmal auf dem Markt alles verscherbeln. Was? Was auch immer das ist. Okay. Was hast du? Dieses Trudane oder so, was wir gefunden haben. Zeig ich dir gleich. Okay. Wo geht's zum Markt? Ich bin gerade verloren. Da. Ja. Ich habe ein Henkerschwert bekommen. Veraltetes Henkerschwert. Ich verscherbel mal ein paar Sachen. Ich gebe dir gleich noch was rüber. Du hast ja, ihr habt ja beide eine Identifizierungslupe, oder? Ja. Sehr gut, weil ich habe eine gefunden, die kann ich auch brauchen. Mal, ich habe die Ranke. Und sind in dem Rucksack noch Sachen drin zum Verkaufen. Oh Gott, warte. Die hat schon kein Geld mehr. Wir haben ziemlich viel gefunden. Okay. Wie reich sind wir denn? 910 haben wir jetzt. Oh, nice. Und jetzt hole ich die. Ich habe nochmal 100. Nochmal 100? Ja. Was ist? Gut. Ich versuche gerade nur schnell alles rauszuholen. Oh, die Stoffkappe, die könnte gut sein. Also wir haben eigentlich gute Sachen. Wo bist denn du da? So, erstmal deinen Kollegen da wieder. Sie hat... Hä, nein, auf gar keinen Fall. Ah ja, genau. Die hat eine schlechte... Die hat ja noch nicht mal einen funktionierenden Gürtel. Oh Gott. Wer? Nee, meine auch nicht, beide. Hä? Was? Nochmal, kannst du das nochmal bitte wiederholen? Hä, du hast doch gesagt, kein Gürtel. Ja. Wir haben auch keine Gürtel. Okay, krass. Meine hatte halt die ganze Zeit schon einen. Wer verkauft Rüstung? Ich glaube, das ist es nicht der Offizierschef? Doch, ja, ich glaube, oder? Ja. Ja, ich überlege gerade, wo wir vielleicht noch... Ja, komm, wir gehen mal zum Offizierschef, da können wir auch Sachen verkaufen. Ja, wo ist er denn? Da. Oh, wir könnten auch noch hier aus der Stadt raus anscheinend. Okay, krass. Wie gesagt, weil die hat schon kein Geld mehr. Müssen wir uns ein anderes Opfer suchen. Ja. Also ich habe 1200 gerade in der Tasche. Dann haben wir insgesamt 1003. Sir, no, sir. Hast du minus 200? 300, 1300. Die erlauben mir den Spaß. Oh, okay,
Okay, er hat hier Rüstungen und sowas. Sehr gut. Ich verkaufe ihm erstmal unser ganzes Zeug. Gott. Das wird ein bisschen was. Haben wir es noch nötig zu klauen? Im Moment nicht, nein. Okay. Was willst du wieder klauen? Weiß ich nicht, ich wollte die Truhen durchsuchen. Achso, die Truhen habe ich durchsucht, da war ja nichts. Achso, stimmt, das waren die, wo du schon mal, ja. Da war jetzt nichts Atemberaubendes. So. Ein Buch. Nochmal 300 sind hier schon mal im Kästle. Kann ich das schneller rüberschmeißen? Ah ja. Besser. Meine Güte. Wir brauchen ja nicht alles. Ah, Mist, nein. So. Eingeweide haben wir gefunden. Ja. Nein. Ich dachte, nehme ich mit. Geben die was? Bisschen was. So. Oh, der Stein gibt 130. Sehr schön. Okay. Soll er mir erstmal Geld geben dafür? So. Okay. Ich guck gerade mal, was er so für Sachen hat, die man vielleicht mitnehmen kann. Aber ich glaube. Oh, es gibt Speere. Stimmt. Ganz verpeilt. Hab dir gerade noch einen Bogen gegeben, den du verkaufen kannst. Okay. Ich habe 1800 Grad. Das ist doch schon mal. Aber das, also ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so extrem spannend. Also kannst du gerne mal beim Gucken, vielleicht hast du was für Bärdotter, aber so grundsätzlich. Okay, bei mir ist das Spiel gerade sehr. Und Kämpfersachen. Ja, du, nö, ehrlich gesagt. Ich glaube, da brauchen wir nichts. Also, wenn man noch was braucht, dann sind es halt wirklich so. Keine Ahnung. Ja, the Source Hunter. Was gibt's denn hier? Oh, joyous hier gar nichts. Also, es fehlt ja sowas wie Gürtel und sowas. Das wäre ja vielleicht etwas, was wir vielleicht mal finden könnten. Aber eben, ich gehe schon davon aus, dass wir das irgendwann mal finden, oder? Ja, gut, aber man könnte es vielleicht ja auch kaufen irgendwo. Aber das hatte er jetzt ja auch nicht mal. Gibt ja mehr Händler. Ich gehe mal zu der, die immer die Pfeile hat, glaube ich. Okay. Genau, das ist die da unten. Ich muss erstmal den Markt wieder finden. Das ist, wenn du ungefähr zu mir läufst, da ist es. Das gibt's hier kaum. Heavenly Herring! Delicious Dogfish! Yours first! Eieiei. Ich bin gleich froh, wenn ich das Spiel einmal neu starten kann. Ich hab echt dumme Sounds gerade. Alles verbuggt irgendwie. How gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite so, customer. Was die Bist du tot, oder? Okay. Hier ist soweit erstmal nix. Was denn? Fähigkeitenbuch der Weitsicht. Mhm. Verbesserte Sicht. Heavenly Herring, delicious dogfish. Yours for a scrap of gold. Oh, steigert bei euch und allen Verbündeten in eurer Nähe die Fähigkeit Glücksbringer und die kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Oh. Oh no, noble friend. Your upper chakras are in desperate need of a Vergiftungsheilung. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your system just the shock it needs. Hm. Also die hat gute Fähigkeiten hier für unsere. Wenn, ja, warum nicht? Let's see.
halibut. Guck mal, die sind halt alle teuer. Tomatoes. Ja. Oh, hello, love. Nice nee, day for a little stroll. Hoppala. Sie. Well, what sort of arrows do you want? Elementarsoption, okay. Poison? Get to the point. Weitsicht. Das ist natürlich ganz sexy, wie du gesagt hast. Mhm. Aber das, was die, den Glücksbringer, der ist auch cool. Tomatoes. Fernangriffshaltung, okay. Fernpräzisionshaltung. Fernpräzisionshaltung ist eigentlich das, was sie bräuchte, weil sie auf große Reichweite, also sie kann ja besser treffen und gleichzeitig muss sie sich ja nicht so viel bewegen, das tut sie ja generell weniger. Genau, genau, das stimmt. Du hast irgendeinen Glücksbringer gemeint, aber ich weiß nicht, welchen du meinst. Irgendwas, was den kritischen Schaden verstärkt. Bei einem selber und allen Verbündeten. Ah, Karma des Überlebenden? Ah ja. Nee, ist es das? Steigert bei euch und allen Verbündeten in eurer Nähe die Fertigkeit Glücksbringer und die kritische Wahrscheinlichkeit. Ja, genau. Mhm. Das meinte ich. Splitterpfeil ist auch ganz cool. Ja, Splitterpfeil ist auch cool. Was sagst denn du? Wollen wir ihr die Fernpräzisionshaltung holen? Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Wie teuer ist die denn? 334. Ah, das geht, gell? Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Ich habe erstmal das geholt. So, ich würde einfach auch noch ein bisschen warten. Nicht, dass wir alles ausgeben. Ja, ich lerne das mal. Genau. Ich glaube, das ist nämlich sehr sinnvoll. Das kannst du auch direkt mit dieser anderen Fernhaltung, glaube ich, direkt ersetzen, ne? Oder wie auch immer. Glaube ich tatsächlich auch, ja. Weil die brauche ich, denke ich, nicht. Gott, bei mir ist das so viel. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. No better solution to the zombie problem than a set of silver arrows. Okay. Okay. Super. Also wenn du willst, können wir sagen. Ja. Machen wir hier erstmal einen Schlusspunkt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Sehr gut, haben wir viel geschafft. Boah, ja. Wird noch mehr. Es ist so. Also von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.